Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore. Hier ist wieder euer Leon von The Dark Side IPs. Und ja, wir sind hier auf dem Markt stehen geblieben. Wir müssen hier jetzt noch ein paar gute Sachen tauschen, die uns eigentlich noch sehr was von Nutzen sein sollen, beziehungsweise sind auch sehr von Nutzen von uns. Ja, ich mache dir ein bisschen Angebot für Gewürze. Ein Fass kostet 20 Juwelen. Was denkst du? Gewürze sind uncool. Ja. Ich hätte einen fahrhaften Löffel anzubieten. Der kostet 2 Gewürzfässer. Was denkst du? Kein Interesse. Okay Leute, ich werde mal eben kurz meinen Spielberater aus dem Schrank kramen, damit ich sehe, was ich hier tauschen muss, was für mich von der Bedeutung ist, was ich brauche. Also werde ich gleich wieder da sein für euch. Also bis gleich. So Leute, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mir jetzt einen Spielberater hier geholt und ja, irgendwie werde ich daraus auch nicht schlau. Hier sind so viele Sachen drauf gemalt und drauf gekritzelt irgendwie und also so viele Sachen, die wir eigentlich kaufen müssen, beziehungsweise brauchen. Ja, wir brauchen auch dafür erstmal dermaßmäßig Kohle dafür. Ich habe den Imperatorpreis für nur 6 Juwelen pro Sack. Importreis, achso. Ich weiß, der Reis. Der Reis ist scheiße, was der da macht. Der gibt stinkenden Fische. Brauchen wir nicht. Aber wir brauchen andere Sachen. Und zwar, was die hier zusammenschustern. Okay, was gibst du? Amman Ultra. Ja, diese Sachen haben sehr gute Sachen für uns eigentlich dabei. Du siehst so aus, als ob du viel Geld hast. Okay. 5 Gewürze oder 2 Hühner. Okay, wir brauchen erstmal Gewürzfässer irgendwo, ja. Was bist du? Du hast ein Gewürzfässer, oder? Keramiktöpfen. Okay. Ein Fass kostet sich 20 Juwelen. Was denkst du? Gewürze sind uncool. 20 Juwelen will der haben. Wie viel will der haben? 4 Gewürze für 4 Reissäcke und 4 Keramiktöpfe. Nee. Dann setzen wir wenigstens erstmal unsere Dinge ein. Aber ich gucke mich erstmal um, was wir hier noch so haben. Du? 12 Juwelen pro Stück Perlen. Wie viel hat die uns verkauft, die alte hier? Wo ist er? Da. Ah, die ist doch besser dran gewesen. Aber wir haben schon genug. Wir brauchen ja jetzt erstmal Gewürze. Was nimmst du? Ah ja, der Reif. Der Jade-Reif. Wozu ist der da? Der ist da. Der seltene Reif aus der Jade erhöht eure Fähigkeiten, ein bestimmtes Ziel genauer zu treffen. Okay. Was brauchst du? Ah, das Rubinherz. Wird die Kräfte deiner Gegner schwächen. Oder Seide, Mustjob oder Seide, Escarveros und eine Kackstentafel geben. Wucher. Bist du nämlich zwar nicht auf der Fall ein Blecheimer. Blecheimer? Was soll man mit einem Blecheimer? Blecheimer brauchen wir eigentlich gar nicht. Da halt den Schrott. Was habt ihr hier unten? Kannst du für 2 Hühner, ein Juwelskarabäus und 2... Och du Scheiße, ey, das ist echt so eine komische Kacke hier mit dem Tauschen. Für eine Kalksteintafel und 5 Reißer gehört dir, einverstanden. Weg damit, wir haben keine Kalksteintafel, wir haben hier gar nichts. Was haben wir hier? Hallo, ich bin die Pfandleierin. Für 5 Juwelen nenne ich dir den Wert deiner Sachen. Müsste ich mir deinen Scheiß an... Okay, mach mal. Was denn? Reis, Gewürze, Perlen, Seide und Skarbon. Was war mit Skarbon? Was hast du denn für einen Schrott anlassen? Das ist nichts wert. Ich hätte für 20 Juwelen. Verstanden? Vergiss es. Nee. Der Schleifstab leitet Schwerkraft. Ich verlasse ihn für den Sonnenstein oder die Schakalfigur. Plus 10 Gewürze. Nee, ich habe ja eh noch erstmal gar nichts. Was hast du?
du. Im Brunnen dauert eine Abwehr. Ein Löffel und zwei Sandtücher. Ach so, ein Löffel und zwei Sandtücher. Was meinst du? Ah, verstanden. Ja, toll. Aber wir haben ja noch eine Geheimpassage beim Markt, wo wir eigentlich nur von der anderen Seite aus rein können. Aber warte mal, die handeln, glaube ich, mit Hühnern. Hallo, wie ist mit einigen Hühnern? Für ein Gewürzfass und zwei Reissäcke pro Huhn wäre das dir. Stehst du auf Hühner? Nein. Wir müssen jetzt mal weiter gucken, was es hier sonst noch gibt. Und zwar kommen wir hier nur durch diese Tür hier herein. Oh, schneller, Huni. So, und zwar hier unten. Auch irgendwie blöd gemacht, dass man extra den scheiß Weg da laufen muss. Der Händler im Norden des Marktes haben sich auf Lebensmittel und ähnliches spezialisiert. Im Süden findest du Zauber und andere mystische Gegenstände. Okay, das war's. Hallo, da du seit Wochen mein erster Kunde bist, mache ich dir ein gutes Angebot. Ich habe etwas ganz Besonderes, ein Juwelenskarabäus. Er kostet dich nur ein Gewürzfass und zwei Flaschen Rosenwasser. Kaufst du das Ding? Behalt den Mist. Okay. Ich habe heute ein super Angebot. Ich handle mit Kalkschnatter. Für die Gewürze und zwei Perlen gönnen sie dir. Die sind alle so dermaßen schweineteuer, das gibt's gar nicht hier. Hau ab, du Arsch. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ich glaube, mit dem Handeln, das will ich nicht jetzt aufnehmen, weil ich da so viel hin und her laufen muss und dies und da und ich muss so viel kaufen und den ganzen anderen Scheiß. Ich werde das am besten mal alles machen, wenn ich dafür mal genug Zeit habe und dann werde ich das einfach mal hinter mich bringen. Und dann haben wir die Sache eigentlich auch schon durch. Das wäre eigentlich so von Vorteil. Weil dieses Handeln kann jeder beliebig handeln, was er selber machen möchte, was er selber braucht, weil man kann nicht alles davon haben, von den ganzen guten Sachen, sage ich mal so. Und ja, da muss halt wie gesagt jeder selber gucken, was sich da zurecht handelt oder selber zurecht macht. Ich werde mir da halt meine speziellen Gegensachen nochmal rauslesen und ankreuzen, raussuchen und dann werde ich mir selber rausgucken, was ich dafür brauche. Ja. Auf Wiedersehen. So Leute, meine Zeit ist auch jetzt leider schon wieder abgelaufen. Wir werden uns beim nächsten Mal wieder zurück die ganze Wüste laufen und dann nochmal mit David sprechen wegen ein paar alchemistischen Formeln bzw. Zutaten. Und dann werden wir mal die andere Seite des Flusses bzw. über die andere Seite des Brücke springen und mal gucken, was uns dort erwartet. Und ja, dann werden wir auf jeden Fall die Reise wieder fortsetzen. Um der Story nachjagen, wie wir zurück nach Groß-Ostheim kommen. Ja, dies und noch viel mehr werden wir in der nächsten Folge sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Evermore. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß.